Hallo Leute, hier ist eure Andi, beziehungsweise es gibt jetzt mal ein neues Video. Ich habe mir ein bisschen so ein paar YouTube-Videos in letzter Zeit mal ein bisschen so angeguckt, beziehungsweise ein klein wenig ja, aus reiner Neugierde mal ein bisschen so durchgestöbert, also nur durchgeguckt halt. Und ich habe natürlich so einige Sachen da so mitbekommen, was mir mehr oder weniger gut oder eher schlecht gefällt. Also da sind ein paar Sachen irgendwie, die gefallen mir absolut nicht. Zum einen Teil gibt es Leute, die nörgeln über die Kameratechnik rum, dass die nicht funktioniert, man braucht eine neue Kamera. Dann gibt es welche, die nörgeln rum, dass einfach zu viel Strom ausgegeben wird oder zu viele Stromausgaben man hat. Man macht im Alltag so viele Sachen, was wirklich auch Geld kostet. Und ich merke es ja bei mir selber auch, dass ich mir nicht alles leisten kann. Und ich habe mir ja nächstes Jahr auch vorgenommen, 2018 eine Urlaubsreise mit einzuplanen, weil ich dieses Jahr noch nicht im Urlaub gewesen bin. Und ich dachte mir halt, lieber planst du einen Urlaub ein, als dass du ständig irgendwelche Gerätschaften dir kaufst oder irgendwelche Anschaffungen machst, die nachher letzten Endes sowieso nur rumliegen oder rumstehen. Und ja, ich bin in letzter Zeit viel im Freibad auch gewesen, weil das Wetter einfach ziemlich schön und gut war und es hat auch viel Spaß gemacht. Bin auch viel rutschen gewesen. Bei mir in der Gegend gibt es ja ein Freibad. Dann war ich einmal dieses Jahr am See baden. Und ja, da war es auch relativ voll, aber halt, na, es ging noch. Also es waren jetzt nicht so viele Leute jetzt da, dass das überfüllt war. Und das Wasser war am See relativ warm, also ich habe den ganzen Tag da verbracht und ja. Also die beste Möglichkeit eigentlich, finde ich, um Strom und Geld zu sparen, weil es ja wirklich viele Leute auch damit zu tun haben im Alltag und die auch selber merken, ach Gott, ja, hier und da fehlt es irgendwie. Man macht viel zu viele Sachen im Alltag, was eigentlich gar nicht sein muss. Und wenn man jetzt ständig irgendwelche Freizeitparks besucht, davon halte ich ehrlich gesagt auch relativ wenig, weil diese Freizeitparks sind auch mit hohen Kosten verbunden. Und wenn man jetzt schwimmen geht oder ins Freibad geht oder am See geht, so kann man eigentlich mehr Geld einsparen und man hat weniger Ausgaben. So, und die andere Variante ist, wenn man sparen möchte, ich weiß nicht, ob ihr das gerade mal kurz seht, ich halte es mal kurz in die Kamera, das ist eine Kerze. Und ich mache jetzt mal kurz einfach, die beste Variante ist, voila, jetzt ist dunkel. Also mit irgendwelchen Leuten, die man jetzt zum Beispiel liebt oder wenn man jetzt ein Paar ist, mach doch einfach mal ein Candlelight-Dinner. Direkt mit Kerzen, Kerzenschein.
könnt ihr das sehen, das ist eine Kerze. Ich muss nur aufpassen, sonst brenne ich meine Wohnung an. Das sind zwei Kerzen. Also, Geräte ausschalten, Kerzen anmachen, Candlelight-Dinner mit Freunden oder mit einer Freundin machen, mit einem Partner. Das ist die beste Variante, die es gibt. Ich stelle es mal wieder hin. So lebt sich's natürlich gut im Dunkeln. Man sieht nichts. Kamera kaputt. Alles dunkel. So, jetzt mache ich mal wieder Licht an. Also, es ist nicht schlimm. Man kann auch die ganze Zeit mit Kerzen in der Wohnung gut mit leben und zurechtkommen. Da braucht man kein Licht. Und der Computer, der frisst, denke ich mal, auch nicht allzu viel Strom. Glaube ich jedenfalls. Also, ich mache jetzt mal das Video wieder zu Ende. Und von meinem Kerzenvideo. Tschüss!